Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich habe für euch eine Sporteinheit vorbereitet. Ein bisschen Kräftigung für den Bauch, das Gesäß, Beine und auch ein bisschen Dehnung ist dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt bis zum Schluss dabei. So, ich möchte mit euch im Stehen anfangen und gehe ruhig auf den harten Boden, so von der weichen Matte weg. Und wir widmen uns den Füßen. Die Füße tragen uns. Und sind aber sehr weit weg von uns und wir schenken denen selten so viel Aufmerksamkeit. Deshalb schön auf die Füße aufstehen und nehme wahr, wie du die Füße belastet. Ist es eher die Außenseite oder die Innenseite? Mehr nach vorne oder hinten? Schaukel ruhig ein paar Mal so nach vorne, nach hinten. Aufpassen, mit nicht zu viel kippeln, dass man nicht nach vorne, nach hinten kippelt. Okay, finde die Mitte und jetzt ein bisschen zur Seite. Links, rechts. Ohne den Körper dabei groß zu beugen und auch hier die Mitte finden. So, als nächstes machen wir mit den Füßen Krallen. Also hebe Mittelfuß nach oben und versuche Kontakt nur vorne und hinten zu haben. Und es ist wie, als würde man eine Brücke bauen und den Mittelteil des Füßes schön nach oben nehmen. Man kann richtig Spannung reinbringen und das ist durchaus als schmerzhaft empfinden, aber trotzdem versuch mal für einen Moment es zu halten, dann atmen wir tief ein und wenn wir ausatmen, lassen wir schön los. Nun zum Gegenteil sind zwei Schalen, spreize, die ziehen auseinander, man kann sie auch mit den Fingern helfen und hebe die Zehen nach oben, die Fußspitzen. Es ist ein Gefühl, als hätte man Schuhe, die zu kleiner sind, man möchte die Schuhe sowohl in die Weite, die auch in die Länge dehnen. Spannung reinbringen, atme tief ein und mit Ausatmen lassen wir los. So, dann ruhig wieder zurück auf die Matte, nehme einen guten Abstand der Füße und verlagere das Gewicht links und rechts und die Schultern jetzt dazu. Nehme gleich die Ellbogen, mache die Bewegung groß. Alle genug Platz zu Hause. Und jetzt strecken wir die Arme lang. Belaste den Oberschenkel, drehe das Knie seitlich raus. Versuche auch das Gesicht zu spüren. Und wir werden wieder kleiner. Nur die Ellbogen ziehen. Ellbogen schön weit nach hinten. Du kannst auch deine Augen mitnehmen. Und die Ellbogen verfolgen. Und jetzt nur die Schulter. Die Seite noch ein, zwei Mal. Und dann treffen wir uns in der Mitte. So, nehme die Fersen zusammen und nehme die Fußspitzen auseinander. Versuche die Beine ganz ein bisschen angewinkelt zu lassen. Gesäß bewusst anspannen. Ganz bewusst die Körpermitte. Hier diese komplexe Schicht, Struktur aus verschiedenen Muskeln. Anspannen, man kann sich helfen, wenn man dafür wenig Gefühl hat, einfach ein paar Finger in den Bauch zu pieksen oder zu trommeln, sodass sich die Bauchdecke hart anfühlt. Jetzt oben die Schultern nach hinten aufrollen und jetzt drücken wir die Schulter nach hinten. Nicht übertrieben, dass man nicht in Hohlkreuz kommt, da schützt uns die angespannte Bauchdecke und gleichzeitig ziehen die Schultern Richtung Boden. Langen Hals nach oben. Atme in dieser Stellung ein, spüre die Spannung, die durch den ganzen Körper geht und lasse los. Die folgende Übung zeige ich jetzt von der Seite. Die Füße sind dabei ungefähr auf die Hüftenge aufgestellt und Fußspitzen zeigen nach vorne. Halte dich an dem Becken, kippe das Becken nach hinten und komme in die Kniebeuge. Lege die Hände auf den Bauch, um jetzt korrekt den Bauch zu spüren. Die Bauchdecke sollte nicht locker hängen, sondern nach innen genommen. Siehst du, wie sich mein Rücken hier verändert? Also aus dem Hohlkreuz kommt man schön in stabilen unteren Rücken und die Bauchdecke sichert das Ganze. So, dann legen wir die Hände auf die Schläfe. Durch die Wirbelsäule verläuft ein Eisenstab, den man nicht biegen kann, aber man kann ihn drehen. Links und rechts.
Und das machen wir ganz langsam. Die Hüfte sollte dabei ganz still sein. Da bewegt sich nichts mit. Ausatmen zur Seite. Einatmen in die Mitte. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Der Kopf dreht sich mit. Stabile Knie. Jede Seite noch einmal. Und du darfst aus der Übung rauskommen, alles ein bisschen durchschütteln, nachbewegen. So, die Position gut merken, weil da gehen wir noch einmal. Also, Fußspitzen zeigen nach vorne. Hüftenge aufgestellt. Nach Becken, nach hinten nehmen. Und in die Knie runter. Wenn du dir jetzt die Fußspitzen nach unten anschaust, solltest du in der Lage sein, die zu sehen. Wenn die versteckt sind, heißt das, du bist mit den Knien zu weit vorne, also alles schön nach hinten legen. So, jetzt nehmen wir die Arme hoch. Und wir bleiben hier. Einfach nur halten. Still und stabil. Jetzt versuchen wir alles nach und nach zu festigen. Fangen mit dem Bauch an. Also ziehe die Bauchdecke nach innen, komme mit dem Gesäß nach hinten und gleichzeitig ein bisschen tiefer. Es geht, es geht. Und jetzt nehmen wir die Arme so weit nach oben du kannst. Die Ellbogen zu den Ohren. Und aufpassen, kein Hohlkreuz. Jetzt schön geschützt von der Bauchmuskulatur. Halte, halte. Drei, zwei, eins und lösen. Okay, locker lassen, alles nachbewegen. Alle gute Dinge sind drei. Wir machen noch eine Einheit aus der gleichen Ausgangsposition. Also Füße nach vorne, Becken nach hinten kippen, die Knie runtergeben. Arme nach oben, so weit nach oben du kannst. Bauchnabel nach innen ziehen, schön verfestigen. Und jetzt geht's dynamisch, zügig und zackig. Hände, die Arme hoch und runter bewegen. Bam, 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 bam. Der Rest des Körpers ist unbeweglich. Atme ruhig, regelmäßig. Wenn es anstrengend ist, versuche bis zum Schluss durchzuhalten. Zusammen sind wir stark. Bam, 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 bam. Drei, zwei, eins. Und lösen. Alles ein bisschen lockern. Dann wechseln wir die Lage und gehen jetzt in die Tieflage und zwar Vierfüßlerstand. Zum Ankommen einfach ein paar Mal die Katze und die Kuh, damit sich die Wirbelsäule gut durchbewegt. Aufwärmt, nehme auch den Blick mit. Gute Gelegenheit, ein bisschen Augen-Yoga zu betreiben. Wenn man auch den Blick mitrollt, einmal ins Dekolleté schauen und dann nach oben in Richtung Decke. Bauchnabel nach innen ziehen und Bauch hängen lassen und mit dem Blick nach oben. Einmal. Und locker lassen. So, dann geht's los. Nehmen die Hände unter die Schultern, hinten die Füße aufstellen. Bauchnabel nach innen ziehen. Da habe ich einen kleinen Trick. Stell dir vor, dass unter dem Bauch eine Kerze brennt. Was passiert, wenn man zu sehr durchhängt? Man verbrennt sich. Deshalb schön nach oben. Lieber ein bisschen höher als zu tief. Aber perfekt wäre, gerade wie ein Brett zu sein. Pobacken anspannen. Aus den Schultern hochkommen. So, und jetzt werden wir mit den Fingern, mit den Händen die Schulter berühren. Wir versuchen dabei, mit Rumpf gar keine große Bewegung zu machen, also still zu bleiben. Tipp, Tipp, Stabilität. Komm, weitermachen. Jede Seite zweimal. Und locker lassen. Komm in den Vierfüßlerstand. So, wenn du brauchst. Nachbewegen.
zur zweiten Runde. Komm hoch. Bilde wieder ein ganz gerades, stabiles Brett. Jetzt werden wir die Fersen bzw. die Füße hoch. Links, rechts, links, rechts. Und weitermachen. Wunderbar. Jede Seite zweimal ab jetzt. Pam. 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 Und viel Wasserstand. So, lass das alles ein bisschen ausklingen. Geh in den Fersensitz. Streck die Arme nach vorne. Spreiz die Finger auseinander. Wie eine Katze, die die Krallen rausfährt. Bringe die Stirn zum Boden runter. Und atme tief durch. Atme ein und komme hoch. Wir wechseln jetzt die Lage. Kommen in die Rückenlage, in die sogenannte Tischposition. Also aus der Rückenlage, zuerst mit dem unteren Rücken fest zum Boden runter, dann Powerhouse, den Motor des Körpers, aktiv halten und dann die Füße, die Beine in die sogenannte Tischposition bringen. Das sagt man, weil hier der rechte Winkel ist. So, die Hände sind entspannt neben dem Boden. Und jetzt werden wir, ohne dass man das Becken kippen lässt, hier Stabilität beibehalten. Mit dem Fuß, hier hat man einen Apfel. Und dann geht man mit dem Fuß wie aus dem Hebel heraus zum Boden runter und wieder hoch. Erstmal rechts und dann links. Optimal. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Der untere Rücken sollte zum Boden gezwungen werden. Das ist schwer zu halten. Deshalb versuch dich hier auf die Mitte zu konzentrieren. Zum Boden tief. Nach oben. Wunderbar. Jede Seite dreimal. Durchhalten. Diese Übung spricht die tiefen Muskeln im Rumpf an. Also alle Schichten der Bauchmuskulatur. Auch gerade die untere Bauchmuskulatur, die man sonst so schwer erreicht. Drei. Zwei. Und letzte. Und locker lassen. Bringt die Oberschenkel durch den Oberkörper. Umarme die Knie mit den Händen, komm mit dem Kopf nach oben und komm ruhig zum sanften Schaukeln. So, dann kommen wir noch einmal in die Tischposition. Bauchmuskulatur anspannen. Jetzt werden wir die gleiche Übung machen, aber ein bisschen zügiger, also im Wechsel. Wenn das eine Bein hochgeht, geht das andere Bein runter. Der Winkel im Knie ändert sich möglichst nicht. Deshalb visualisieren, als hätte man da einen Tennisball, kann man sogar machen. Wunderbar. Durchhalten. Pa. 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 Jede Seite dreimal. Geht auf die letzte Runde zu. Wunderbar. Und wieder kleine Pause. Bilde ein Häppchen aus Tierkugel mit den Knien zum Oberkörper. Mit dem Kopf, mit der Nase hoch. Und lösen. So, jetzt die Füße aufstellen. Auch nicht weiter, als das Becken eng ist. Also stelle die Füße schön nach. Die Hände sind zuerst neben dem Körper. Und wir kommen mit dem Gesäß nach oben. Wenn wir hier oben sind und das Gewicht nur von den Schultern getragen wird, schieben wir ein bisschen die Schultern unter den Boden, um uns besser abzustützen. So, jetzt spannen wir noch stärker das Gesäß an und spannen die Oberschenkel an, sodass man ein paar Zentimeter noch höher kommt. Das geht, das geht. Komm, streng dich an. Komm mal hoch. Große Anspannung.
halten, halten, 3, 2, gleich vorbei, aber nicht ganz, wir bleiben oben, jetzt öffnen wir die Knie und schließen die wieder. Bleibe mit dem Gesäß oben, auch hier brennt eine Kerze, die dich daran erinnert, oben zu bleiben. Öffnen, schließen, öffnen, schließen, wunderbar, gut. Drei Wiederholungen zähle ich. 2. Letzte. Von oben wirbelweise ganz langsam und kontrolliert den Rücken wieder zum Boden lassen. So, jetzt ein bisschen nachschütteln. Kleine Erholungspause. Es geht nämlich auf die nächste Runde. Wir kommen wieder nach oben in die Brücke. Ruhig mal die Schultern ein bisschen unter den Rücken nachstellen, dass man sich gut abstützen kann. Während wir das Bein strecken, auf 3, das heißt 3, 2, 1, bewegt sich das Bein runter auf die Höhe des anderen Oberschenkels. Wenn sich die Oberschenkel treffen, einfach nur abstellen. Becken möglichst stabil halten, Bein hoch und jetzt auf 3, 2, 1 runterlassen, Oberschenkel treffen sich und abstellen. Weiter geht. Hoch, senken, 3, 2, 1 und abstellen. Wechseln auf die andere Seite. Heben, 3, 2, 1 und abstellen. Andere Seite hoch. 3, 2, 1, abstellen, hoch. 3, 2, 1, abstellen. Die Seite zweimal durchhalten. Fokussiere dich auf die stabile Körpermitte. 3, 2, 1, abstellen. 3, 2, 1, abstellen. Letzte Seite, letzte Mal. Und wieder wirbelweise zum Boden herunterkommen. Ein bisschen nachbewegen. So, bringe ein Knie bzw. ein Oberschenkel zum Oberkörper hin. Streck das andere Bein in den Raum raus, nach unten. Und je enger ich hier zum Körper ziehe, desto länger wird das Bein unten. Lass die Dehnung für einen Moment wirken und atme ganz tief ein. Versuche in die Dehnung entspannt reinzutauchen. Merken dann, wie die Muskulatur auch mit der Zeit ein bisschen nachlässt. Und wechseln. Und locker lassen. So, ihr Lieben, Lage wechseln. Wir befinden uns in der Bauchlage, strecken uns V-artig bzw. X-artig raus, also Arme in leichter V-Form, Beine in leichter V-Form. Wir werden eine Diagonale nach oben heben, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Du kannst auch ruhig die Stirn ablegen. So, beides ist lang, Arm ist klar, jetzt schieben wir sogar ein Stück weiter nach vorne, so mit der Schulter am Ohr vorbei. Und das Bein im Kniegelenk gestreckt lassen. Auch ruhig mit der Fußspitze in die Ballettposition. Schön lange Beine halten, halten. 3, 2, 1 und absetzen. Andere Diagonale hoch. Und halte dies für einen Moment. Obwohl man auf dem Bauch liegt, suche den Bauchnabel anzuspannen. Das heißt, von dem Boden Richtung Decke anheben. Halte, 3, 2, 1 und absetzen. Jetzt werden wir die Hände etwas enger nehmen und die Beine etwas breiter. Hebe alle vier nach oben hoch. Wenn die Arme auseinander gehen, gehen die Beine zusammen und im Wechsel. Arme zusammen, Beine auseinander.
Arme auseinander, Beine zusammen. Koordination ist dabei. Wunderbar. 4, 3, 2, 1 und zum Boden runter. So, möchte ich mit euch noch einmal die Lage wechseln. Und zwar auf die Knie gehen. Wenn du Probleme mit den Knien hast, dann kannst du ruhig ein extra Kissen unter das Knie passen. So, Bein seitlich ausstrecken und kontrolliere, dass Becken und das Bein in eine Linie verlaufen. Damit würde ich sagen, dass man nicht zu weit nach hinten mit dem Gesäß rauskommt, den Oberschenkel senkrecht, so Bauchnabel nach innen ziehen, Hände in den Nacken. Und wir pendeln links und rechts runter. Die Bewegung muss gar nicht so schnell sein. Bleibe sauber. So, und jetzt versuchen wir, jede Runde klar ein bisschen tiefer zu gehen als zuvor. Zweimal noch. Bleibe hier, lege die Hand auf das Bein, auf der Außenseite des Knies, strecke den Arm nach oben und komme in die Dehnung. Versuche mit dem Arm hier in die Länge zu gehen. Arm über den Körper lassen, über den Kopf wie ein Regenschirm. Geh noch ein bisschen tiefer. Halte, atme ein und ausatmen. Kommen wir zurück. So, Bein wieder aufstellen. Wir wechseln auf die andere Seite. Kontrolliere die Stellung: Fuß, Knie, Hüfte, Bauchnabel nach innen ziehen, Schultern aufstellen, Hände in den Nacken, Brustkorb nach vorne durchgedrückt. Und los geht's. Pendeln von Seite zu Seite. Atme regelmäßig. Macht schlanke Teile. Jede Seite zweimal. Geh tiefer, tiefer als vorher. Fördere dich heraus. Verlasse die Bequemlichkeitsgrenze. Komm, gib das Beste aus dir heraus. Wunderbar. So, bleibe hier, lege die Hand auf das Bein, auf Schiebbein oder Knie, Außenseite und streck dich raus in die Länge. Wenn man hier für einen Moment bleibt, lässt die Muskulatur auch nach, sodass man ein bisschen tiefer kommen kann. Das ist für okay. Dehnen heißt viel Geduld. Atme ein und mit ausatmen. Wieder hoch. So, die nächste Übung in Vierfüßlerstand bzw. Unterarmstütz, also komme tief. Streck das Bein hoch und wir werden einmal unten tippen. Wir kommen hoch und dann geht es zur Seite, hoch, andere Seite über die eigene Körpermitte, hoch. Und jetzt geht es wieder nach unten, hoch, Seite, hoch. Über die eigene Körpermitte, wieder hoch. Jetzt das Becken richtig schön festhalten, ohne dass da was kippelt. Tief, hoch, Seite, hoch. Über die eigene Körpermitte, hoch. Und dafür noch 3 Stück. Seite, andere Seite. Wenn du runter gehst, atme aus, hoch gehen, einatmen. Das Atmen verläuft relativ zügig.
Hand hinstellen. Ohne Pause wechseln wir zur anderen Seite. Bauchnabel nach innen ziehen, die berühmte Bauchkerze, die da brennt und uns immer daran erinnert, festhalten. Tief, hoch, Seite, hoch. Über die andere Seite, hoch, tief, Seite, andere Seite. Hast geschafft, fleißig dabei, jede Seite. Zweimal, ab jetzt, tief, hoch, Seite, hoch, andere Seite, hoch, letzte Runde, tief, hoch, Seite, hoch, andere Seite, hoch und absetzen. Nehme die Knie auseinander, hinten die Fußspitzen verbunden. Komm mal mit den Händen nach vorne, soweit du kommst. Geh in den Fersensitz und entspann den Bauch. Lass den Bauch ruhig zwischen den Oberschenkeln nach unten hängen. Atme durch. Schiebe Brustkorb Richtung Boden. Streck den Rücken aus den Schultern raus. Atme ein und mit Ausatmen kommen wir wieder hoch. So, ja, ruhig bleiben. Lege die Hände auf den Boden und jetzt möglichst breitbeinig die Füße nacheinander aufstellen. Wenn du zu Hause eine Möglichkeit hast, dich zum Beispiel an einem Tischbein zu greifen oder an einem Gelände, dann tu das ruhig. Unser Ziel ist es, uns richtig mit dem Gesäß nach hinten durchsacken zu lassen, sodass die Fersen Kontakt mit dem Boden haben. Dann lege die Hände auf die Innenseite und drück die Knie außen raus. Und versuch hier zu entspannen, sodass die Übung wirken kann. Das merkt der untere Rücken sehr. Viele Verspannungen, Verhärtungen haben die Möglichkeit, sich zu lösen. Die anderen Muskeln werden gestärkt, sodass sie Rolle übernehmen kann, die Überstunden. So viel Zeit haben wir nicht, aber du kannst ruhig diese Stellung ein paar Minuten wirken lassen. Vielleicht jeden Tag ein bisschen länger und somit die Stellung meistern. Lege die Hände auf den Boden, komme mit dem Gesäß nach oben. Lass dich für einen Moment aushängen, sodass die Beine, die Rückseite jetzt zum Dehnen kommen können. Entspann die Schultern. Beine ein wenig anwinkeln und rollen. Wirbel für Wirbel. Wie eine Pflanze, den Rücken wieder auf und hoch. Schulter sind da, die lassen wir noch ein paar Mal kreisen. Die Ellbogen kreisen. Und wir können gleich da draußen ein Winken ausmachen. Dann winke ich euch. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und auf baldiges Wiedersehen.